In diesem Video zeige ich euch die Sachen, die ich im Mai von Disney geshoppt habe. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zum nächsten Haul dieses Jahr. Und zwar zum Mai-Haul. Ich zeige euch wieder, was ich von Disney geshoppt habe. Es ist diesmal wieder sehr klamottenlastig. Es sind zwei Spirit-Jerseys, ein paar Sachen von den Walt Disney Studios. Aber es ist tatsächlich nicht ganz so viel geworden im Mai. Denn, ja, ihr wisst ja, ich fliege ja bald nach Anaheim im August und da werde ich auf jeden Fall genug shoppen. Deswegen halte ich mich jetzt die Monate davor zurück. Aber die Sachen, die ich jetzt euch zeige, musste ich jetzt kaufen, weil sonst wären sie wahrscheinlich ausverkauft oder sind bereits ausverkauft. Deswegen, ja, ist halt auch wieder eine Ausrede, warum ich was gekauft habe, aber ist ja auch egal. Und ich würde sagen, wir starten mal. Starten wir mit Mojito und ich habe euch, glaube ich, im letzten Haul schon das Kleid von Mojito gezeigt, im selben Design. Und jetzt gab es bei Mojito noch den passenden Rock im selben Design und es gab noch 20% Rabatt. Ich hatte es damals in meiner Story auch gepostet. Also wer mir noch nicht auf Instagram folgt, tut das, weil wenn es immer neue Disney-Sachen gibt, die man hier auch kaufen kann online, dann poste ich das immer in meiner Story. Und ich weiß, dass viele von euch den Rock auch gestellt haben. Und zwar ist es dieser wunderschöne Mickey Mouse Disney Rock. Er hat auch Taschen. Er hat, Normalpreis war 35 Euro. Wie gesagt, es gab 20% Rabatt, als ich bestellt hatte. Und ja, ich muss sagen, Mojito ist echt eine coole Seite. Die kommt ja, glaube ich, aus Polen. Also die Sachen kommen aus Polen. Und die haben auch schöne Sommerkleider. Und ich habe mir auch so eine Jacke gekauft, so eine rosane Art Biker-Jacke. Und die Sachen sind echt schön, gar nicht so teuer. Und manchmal haben sie auch echt schöne Disney-Schmuckstücke. Das ist jetzt mein erster Disney-Rock von denen. Aber ich habe ja schon die Kleider in vielen verschiedenen Farben von Mojito. Und genau. Das war jetzt der Rock. Vom Stoff her ist er ein bisschen dicker. Also ist jetzt kein typischer Sommerrock, den ich anziehen würde im Hochsommer. Es ist eher so ein Herbst- und Winterrock, auch natürlich von den Farben und vom Design. Aber dennoch wunderschön und ich liebe ja diese Tellerröcke, wie ihr wisst. Und ich freue mich, den dann irgendwann mal anziehen zu können. Jetzt wahrscheinlich, also wenn ich gerade rausgucke, könnte ich es noch anziehen bei dem Wetter. Aber wir hoffen ja, dass der Sommer bald kommt. Und ja, deswegen kommt der erstmal in den Schrank. Und ich weiß, ihr wünscht euch auch einen Moni, zeig mal deine Röcke. Das kommt auch irgendwann mal noch. Und ich packe euch, wenn es den Rock online noch gibt, packe ich euch den gerne unten den Link in die Infobox. Und da könnt ihr euch mal gern bei Mojito durchstöbern. Dann habe ich seit langem mal wieder was bei EMP bestellt. Das ist ja schon ewig her, dass ich, glaube ich, was bei EMP bestellt habe. Da gab es ja immer Zeiten, da hatte ich so viel bei EMP bestellt. Ich hatte auch mehrere Sachen bestellt, aber die anderen zwei gehen zurück. Ich habe noch zwei Kleider bestellt. Erstmal habe ich sie zu groß bestellt und ich finde sie jetzt auch nicht so mega. Deswegen gehen die auf jeden Fall zurück. Aber was ich behalten habe, ist eine neue Loungefly-Umhängetasche. Und zwar die von dieser neuen Picknick-Kollektion. Und die passt super zu meinen Mickey Runaway Railway-Ohren, die ich hier aus Orlando habe. Und ich plane tatsächlich auch ein Outfit für Disneyland Anaheim mit dieser Tasche, mit den Ohren und einem passenden Top. Und deswegen habe ich mir die jetzt mal bestellt. Hat 58 Euro gekostet mit Rabatt und die hat einen richtig coolen Clou. Erstmal ist sie groß, also von der Höhe her, da passt dann auch wieder mein Geldbeutel rein, meine Kamera und so weiter und so fort. Hat auch hier vorne so ein kleines Täschchen noch. Und wie gesagt, als Clou, man kann hier hinten den Reißverschluss aufmachen. Und dann hat man eine Flaschenhalterung. Also man kann dann im Prinzip die Trinkflasche noch da reinstecken, zubinden und dann hat man auch direkt noch eine Trinkflaschenhalterung. Habe ich so vorher noch nie gesehen. Finde ich super praktisch im Sommer. Und ja, und wenn man es nicht mehr braucht, kann man es natürlich dann wieder zumachen. Wie gesagt, im Minimaus-Muster. Hinten habt ihr Mickey und Pluto. Und es ist ja auch das Design von Mickeys Runaway Railway. Und ja, richtig super, richtig praktisch und ja, freue mich, die dann mit nach Disneyland Anaheim zu nehmen.
Dann habe ich ein Paket von Ravensburger bekommen, denn das nächste Kapitel von Disney Locana hat gestartet. Und zwar Ursulas Rückkehr gibt es jetzt auch ab 31. Mai überall zu kaufen, in allen möglichen Handeln. Und ich packe euch gerne auch wieder unten einen Link in die Infobox. Gibt auch die Sachen mittlerweile im Disney Store. Genau, also ich habe einmal die zwei Starter, also ich habe zwei Starterdecks von Ravensburger zugeschickt bekommen. Einmal das mit, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, nicht Mirida, oh Gott, Mirabelle von Encanto und auch Bruno von Encanto. Das seht ihr hier, das Design, finde ich auch richtig cool. Und das sind die Farben Bernstein und Amethyst als Starterdeck. Und hier einmal mit Ada und Herkules als Starterdeck mit den Farben Saphir und Stahl. Genau, das sind Starterdecks. Damit könnt ihr, wenn ihr noch nicht im Locana-Business seid, einfach schauen, ob das was für euch ist, ob ihr damit starten möchtet. Und genau, gibt es wie gesagt im Handel. Und dann habe ich noch ein Booster-Pack bekommen von Ravensburger. 24 Booster-Packs sind hier drin. Und die kann man natürlich auspacken, man kann sie sammeln. Aber ich habe euch ja schon mal gezeigt, ich habe mit meinem Freund dieses Sealing gespielt. Das bedeutet, man spielt allein nur mit Booster-Packs ein komplettes Spiel mit den Karten, die man da bekommt. Das macht auch richtig viel Spaß, das habe ich auch mal hochgeladen. Also schaut da gerne mal auch bei den anderen Disney-Locana-Videos vorbei. Und genau, dafür ist so ein Booster-Pack auch ideal geeignet. Ja, und wenn ihr bereits, also wenn ihr Locana-Fan seid, wisst ihr auch bereits über Ursulas Rückkehr Bescheid. Und wenn ihr denkt, oh, ich möchte jetzt vielleicht ins Thema reinkommen, ich habe auch Videos, wo ich das Ganze erkläre, wie man es spielt. Habe auch ein paar Testspiele mit meinem Freund gemacht, als wir auf Teneriffa waren. Und mir macht das unglaublich viel Spaß, also schaut da gerne mal vorbei. Und wenn ihr reinstuppern wollt, sind die Starter-Decks einfach perfekt. Kommen wir noch zum Disney Store und dann zu Disneyland Paris, obwohl ich selbst nicht im Disneyland Paris war, um mir die Sachen zu kaufen. Im Disney Store habe ich auch lange nichts mehr bestellt, aber dann gab es eine Disney Cruise Line Kollektion. Ihr wisst, ich bin großer Disney Cruise Line Fan und plane ja eventuell nächstes Jahr wieder auf die Disney Cruise hier in Europa zu fahren. Oder mit der Disney Cruise, weil die Disney Fantasy kommt ja nach Europa und mit der bin ich auch noch nicht gefahren. Deswegen wäre es eigentlich die ideale Gelegenheit und das wäre schon richtig cool. Und ja, wie gesagt, es gab eine Disney Cruise Line Kollektion. Für mich gab es den Spirit Jersey, den es dieses Jahr für die, dieses Jahr war die Dream ja in Europa unterwegs. Deswegen steht hier The Dream of Europe 2024. Seht ihr hier. Und hinten habt ihr natürlich das wunderschöne Disney Cruise Line Logo. Und hier unten habt ihr das Design von Europa. Wir haben Frankreich, wir haben die Niederlande, wir haben Griechenland, wir haben, was haben wir noch? Norway und England mit den ganzen Charakteren drauf, Mickey und Minnie. Ein richtig schöner Spirit Jersey. Ich habe ihn aber tatsächlich noch in M bekommen, als ich bestellt habe. Es war irgendwie so 8:45. Um 9 Uhr kommen die Sachen ja eigentlich online, aber ich glaube, der war schon ein bisschen vorher online. Und ich habe nur noch M bekommen. Ich trage die Spirit Jerseys ja gerne in S, weil die ja relativ groß ausfallen. Das ist jetzt auch nicht das Mega-Drama jetzt in M, aber ich hätte mir doch dann lieber S gewünscht. Aber egal, ich habe ihn jetzt trotzdem behalten. Ich muss tatsächlich online gucken, was er gekostet hat, aber ihn gibt es auch nicht mehr, wie gesagt, ausverkauft. Ob es die passenden Ohr noch dazu gibt, muss ich auch mal schauen bei im Disney Store. Ich muss immer noch mich dran erinnern, dass es jetzt Disney Store heißt, nicht mehr Shop Disney. Genau, die passenden Ohren dazu mit dem Schiff in der Mitte und dem Design wie auch auf dem Pullover. Richtig süß. Also, falls ich nächstes Jahr auf die Disney Cruise fahren sollte, ist das auf jeden Fall ganz fest in meinem Gepäck. So, jetzt gucke ich mal, was ich dafür bezahlt habe. Aber ich meine, die Ohren, also die sind ja mittlerweile schon so teuer geworden, diese internationalen Ohren. Ich nehme jetzt mein Handy da. Ich gucke mal kurz. Also der Spirit Jersey war 82 Euro und die Ohren 34 Euro. Also ich weiß, dass die Cruise Line Jerseys echt teuer sind. Ich habe ja auch einige in meiner Sammlung. Aber das ist schon wirklich ein stolzer Preis für einen Spirit Jersey. Wie gesagt, der ist leider ausverkauft und wenn es die Ohren noch gibt, packe ich euch den Link unten in die Infobox. Und jetzt kommen wir zum Disneyland Paris. Wie gesagt, ich war nicht selbst vor Ort und deswegen habe ich einmal die liebe Tina gefragt, als sie vor Ort war, ob sie mir den Pixar Spirit Jersey mitbringen kann.
aus dem Disneyland Paris und das ist er in Rot in Größe S mit dem Disneyland Logo hier vorne und natürlich der Disneyland Paris Aufschrift hier hinten in Blau-Weiß auf dem roten Untergrund, natürlich sehr grell, aber ich finde es irgendwie mega und unten den Pixar-Ball. Ich finde das Design cool, aber da spalten sich tatsächlich auch die Meinungen, wie beim Pizza-Jersey. Da sagen ja auch viele, boah, nee und so. Und da bin ich tatsächlich bei der Meinung, boah, nee. Aber hier bin ich, oh ja, finde ich richtig cool. Und ohne Jahreskartenrabatt hat er auch schon 80 Euro gekostet. Also die Preise sind echt angestiegen. Ich weiß noch, wo ich damals den ersten Spirit-Jersey, glaube ich, für 60 gekauft habe. Ja, die werden leider nicht günstiger. Und da hat die liebe Tina mir noch zwei Sticker reingelegt. Einmal natürlich vom Explorer IA von ihrem Kanal. Also schaut da gerne mal vorbei. Richtig süß mit dem IA. Und diesen Heroes Galactic Sticker. Den bekommt man in der Buzz Lightyear Attraktion, wenn man 999.999 Punkte erreicht. Was ich, glaube ich, nie in meinem Leben erreichen werde. Diese Punktzahl, weil ich bei solchen Spielen echt schlecht bin. Also deswegen bin ich froh, dass ich schon mal den Sticker habe, weil aus meiner Leistung würde ich ihn, glaube ich, nie bekommen. Also vielen, vielen Dank, liebe Tina, und auch, dass du mir den Spirit Jersey besorgt hast, weil ich hatte Angst, dass ich, wenn ich beim nächsten Mal bin ich ja jetzt, also dazu kommen wir auch gleich, was jetzt in den nächsten Wochen geplant ist. Ich bin da nächstes Wochenende im Disneyland Paris und hatte Angst, dass ich den da nicht mehr bekomme, weil zum Beispiel dieser Korallene Spirit Jersey mit dem Schloss hinten drauf, der war auch relativ schnell ausverkauft. Ja, und apropos ausverkauft, die Magics haben mir auch was mitgebracht aus dem Disneyland Paris, weil ich auch Angst hatte, dass wenn ich da bin, es auch ausverkauft sein wird, weil es geht um das Walt Disney Studios Merchandise. Wie wir alle jetzt wissen, werden wahrscheinlich nächstes Jahr die Walt Disney Studios umbenannt in die Disney Adventure World. Wenn ihr das noch nie gehört habt, was ich da überhaupt gerade rede, dann schaut euch gerne das News-Video an. Kann ich euch gerne verlinken, wenn ich mich dran erinnere bei dem i. Warum jetzt die Walt Disney Studios zu Disney Adventure World werden. Und das passiert ja zur Eröffnung von Frozen, von World of Frozen. Und es gibt ja noch kein Datum, aber wir spekulieren ja auf nächstes Jahr. Und es gibt ja einiges an Merchandise von den Walt Disney Studios und irgendwann ist es tatsächlich ja Geschichte und irgendwann ist das Merch auch Vintage. Und viele natürlich ergreifen jetzt die Chance, kaufen das Merchandise jetzt und wahrscheinlich erhoffen sich in ein paar Jahren, das dann für gutes Geld zu verkaufen, weil es wird so nie wieder zurückkommen und der Park wird ja auch in die Geschichte dann eingehen mit dem Namen. Und deswegen habe ich die Magics gebeten, mir das mitzubringen, was noch vorhanden war. Und zwar einmal die Figur, die Walt Disney Studios Paris Figur mit Mickey. Da seht ihr die Aufschrift, Mickey als Figur. Und die passt super zu meiner Eras-Kollektion. Ich habe ja die Eras-Lampe und dieses Schild und so weiter. Und das passt vom Farbschema auch super dann da hinten auf meine Kommode. Und die war super günstig für so eine Figur. Nur 22 Euro ohne Jahreskartenrabatt. Also ein echter Schnapper ist jetzt nicht, also ist, glaube ich, so Hartplastik, Kunststoff. Ich glaube nicht, dass es, also es ist auch relativ leicht. Und ja, finde ich richtig cool. Vielen Dank schon mal für die Figur. Dann das nächste Merchandise. Wie gesagt, ich habe gesagt, alles mitbringen. Dann den Hoodie von den Walt Disney Studios. In Größe S haben die mir, glaube ich, mitgebracht. Nee, L. Genau, die hatten mir dann, glaube ich, geschrieben, S war, glaube ich, nicht mehr da, nur noch L. Aber es passt, dann ist er ein bisschen oversize. Und hat gekostet, ohne Jahreskartenrabatt, 40 Euro. Also finde ich auch vollkommen okay. Und wie gesagt, irgendwann wird es Vintage sein. Und deswegen wollte ich es auf jeden Fall in meiner Kollektion haben. Nicht, dass ich es irgendwann mal verkaufen möchte. Dann das passende T-Shirt auch dazu. Das habe ich mir, glaube ich, in M mitbringen lassen. Ja, in M. Aber viele Größen, als die da waren, hat er sich auch schon vergriffen. Ich weiß nicht, ob jetzt nochmal was nachkommt an Merchandise. Kann ich euch nicht sagen. Das hat 23 Euro gekostet ohne Jahreskartenrabatt. Und hat natürlich die ikonischen Symbole von den Walt Disney Studios, die vielleicht wahrscheinlich dann irgendwann
für andere ikonische Symbole. Nicht, dass das abgerissen wird, aber wahrscheinlich kommen dann andere ikonische Symbole. Wir werden mal schauen, aber richtig schön. Und zu guter Letzt die Klappe für 20 Euro. Und ja, steht Walt Disney Studios drauf. Ich kann sie mal auspacken. Die Klappe war tatsächlich auch super begehrt. Also ja, die haben, glaube ich, auch die letzten zwei. Aber ich sehe es immer noch mal in Stories, dass immer noch mal ein paar vereinzelt die Klappe bekommen. Also ja, vielleicht habt ihr ja Glück, wenn ihr das nächste Mal da seid. Ich glaube, die Sachen gibt es in dem Store vom Tower of Terror. Also wenn ihr aus der Attraktion rauskommt, sind da, glaube ich, die Walt Disney Studios Merchandise Sachen. Aber kann auch an dem Eingangstor, wenn man in die Walt Disney Studios reinkommt oder rausgeht, direkt der Store auch dort sein. Ja, das ist die Klappe. Und bald wird die Klappe für die Walt Disney Studios, heißt das, geschlossen werden? Wie sagt man das denn im Filmbusiness? Klappe die erste, sagt man ja. Und was ist, wenn der Film zu Ende ist? Sagt man da auch was? Naja, egal. Auf jeden Fall wird sich die Klappe irgendwann für die Walt Disney Studios schließen und die Klappe für die Disney Adventure World wird geöffnet. Und ja, ich bin sehr happy um das Merchandise und wird auf jeden Fall bei mir einen Ehrenplatz bekommen, weil das Disneyland Paris ist ja für mich mein Homepark. Mein Herz hängt da dran und auch die Walt Disney Studios, ein toller Park. Unterbewertet, wie ich finde. Und aktuell, klar, mit den Baustellen nicht so schön zu besichtigen. Dennoch hat der Park immer noch, auch trotz Baustellen, einiges zu bieten. Ja, das war's das schon tatsächlich vom Haul. Mehr habe ich nicht geshoppt. Und ich hatte eben gesagt, ich erzähle noch so ein bisschen, was in den nächsten Wochen so geplant ist, wo es für mich so hingeht. Und genau, also nächstes Wochenende, habe ich schon gesagt, bin ich im Disneyland Paris. Komplett alleine. Ich fliege am Samstag früh mit ich glaube Air France von Zürich nach Paris. Genau, Samstag früh. Und fliege dann Sonntagabends wieder zurück. Also für eine Nacht einmal komplett alleine. Habe einiges aber schon geplant für euch zu filmen, damit ich auch mit vielem Content wieder zurückkomme. Altbekanntem Content, wie natürlich ein Merchandise-Video und Moni zeigt mal. Natürlich Vlogs, aber auch einige neue Sachen. Also lasst euch überraschen. Lasst euch überraschen. Dann, das darauffolgende Wochenende ist wieder Zuhausezeit. Also bin ich hier. Und darauf das Wochenende, am 22. Bin ich beim Freizeitpark Traveler Event vom lieben Stefan eingeladen in der Therme Erding. Und ich war ja letztes Jahr mit Brina das erste Mal in der Therme Erding und wir haben dieses Jahr schon gesagt, oh, es wäre so schön, wieder mal in die Therme Erding zu fahren. Uns hat das so gut gefallen. Und dann hat Stefan einfach dort ein Event geplant. Wie schön. Leider kann Brina nicht dabei sein, weil sie ja dann an dem Tag, glaube ich, erst aus Los Angeles wieder zurückfliegt. Also die ist jetzt nächste Woche fliegt sie nach Los Angeles. Also folgt ihr auf jeden Fall und schaut ihre Stories, weil das wird auf jeden Fall spektakulär. Und dann kann ich mich schon mal ein bisschen eingrooven für mich im August. Also Brina fliegt nächstes Wochenende nach Los Angeles. Genau, also am 22. bin ich bei dem Therme Erding Event. Und am 23., wenn das Wetter passt, hatte ich vor, mal dem neuen Peppa Pig Freizeitpark direkt neben dem Legoland einen Besuch abzustatten auf dem Rückweg von der Therme Erding. Mal schauen, wenn das Wetter passt, mache ich da mal einen Abstecher. Ich brauche ja nicht den ganzen Tag, der ist ja nicht so groß, aber ich wollte mir ihn da trotzdem mal anschauen und euch natürlich dann auch den Park zeigen. Dann ist wieder Wochenende zu Hause und dann geht's mit meinen Arbeitskollegen in den Europapark. Ja, ein Arbeitskollege hatte mal gefragt, ja, hättet ihr nicht Lust mal, dass wir zusammen in den Europapark fahren? Ich so, warum nicht? Und wir übernachten tatsächlich im Kronasar und zwar in einer Suite. Alle zusammen in einer Suite, das wird richtig cool, da freue ich mich drauf und dann auch sind Kollegen dabei, die noch nie im Europapark waren. Und da bin ich auch mal gespannt, wie der Park dann für sie dann wirkt. Also freue mich sehr drauf. Wir fahren freitags los. Ich weiß nicht, wir gehen freitags nur was essen. Wir hatten auch vielleicht überlegt, Adrenalin zu machen. Steht aber noch offen. Und samstags geht dann in den Park. Und eigentlich hatten wir geplant, samstags wieder zurückzufahren. Vielleicht verlängern wir noch eine Nacht und bleiben bis Sonntag. Aber das machen wir dann, wenn dann spontan. Ja, und darauf das Wochenende
bin ich dann im Disneyland Paris wieder mit Brina und Nina. Nina hat ja eigentlich eine Jahreskarte, habe ich schon gesagt, aber Nina war dieses Jahr noch nicht im Disneyland Paris. Die hat mir jetzt gezwungen, mal wieder mit uns mitzufahren. Und dann sind wir an dem Wochenende vom 12. bis zum, ich bin dann bis zum 15. morgens im Disneyland Paris und fliege dann wahrscheinlich morgens mit der ersten Maschine dann wieder zurück nach Zürich. Aber das habe ich noch nicht gebucht, das muss ich noch buchen jetzt die Tage. Genau, weil irgendwie fährt der TGV nicht an diesem Wochenende. Also ich habe wirklich geguckt und es gibt keinen TGV, der, also wir sind alle ausgebucht. Oder, also ich habe aber relativ früh schon geguckt und irgendwie gab es kein TGV. Und im Auto alleine 6-7 Stunden, wäre zwar dann am Ende günstiger wahrscheinlich als der Flug, aber es ist einfach anstrengend, alleine mit dem Auto zu fahren. Deswegen dachte ich, okay, fliegst du einfach dann wieder. Und im Sommer mit Handgepäck ist es natürlich einfacher, weil ich dann weniger, also diese Klamotten sind ja etwas dünner als jetzt im Winter. Und wie gesagt, ich fahre trotzdem lieber gerne im TGV, weil ich dann auch Videos schneiden kann und mehr Zeit habe und ein bisschen chillen kann. Aber wenn es keine Tickets mehr gibt, dann bleibt mir keine andere Möglichkeit, als zu fliegen oder mit dem Auto zu fahren. Ja, und dann haben wir schon Mitte Juli. Und dann mal schauen, was dann so passiert. Und im August, wie gesagt, am 7. August geht es für mich nach Disneyland Anaheim. Und das war's. Das war mein Mai-Haul. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.